Hallo und herzlich willkommen zum ersten Champion Spotlight der Liga DRG und zwar zu Echo. Dieser Champion wird wahrscheinlich in der Mitte gespielt oder auf der Top Lane, denn es handelt sich hierbei um einen Nahkämpfer der Zaubererklasse. Das heißt, er skaliert voll auf AP und macht dadurch eine Menge Schaden. Kommen wir zuerst zu den Emotes. Hier haben wir Steuerung 1. Steuerung 2. Steuerung 3. Und Steuerung 4. Kommen wir nun zu seinen Fähigkeiten. Kommen wir zuallererst zu seiner Passiven. Diese macht so ähnlich wie bei Rain nach 3 Auto-Attacks einen Bonusschaden, der mit AP skaliert und verlangsamt das Ziel. Danach kann das Ziel allerdings für weitere 3 Sekunden nicht von dieser Passiven betroffen werden. Seine Q-Fähigkeit heißt Timewinder, kostet 100 Mana und hat 7 Sekunden Cooldown. Diese schleudert er so ähnlich wie Ari-Q nach vorne, wo er auf dem Weg nach vorne Schaden macht. Da verweilt es einen kleinen Augenblick, kommt zurück und macht auf dem Rückweg nochmal mehr Schaden. Wenn diese Fähigkeit einen Champion trifft, wird dieser und alles in seiner Umgebung für eine kurze Zeit verlangsamt. Seine W-Fähigkeit heißt Parallelkonvergenz, kostet 50 Mana und hat 18 Sekunden Cooldown. Diese Fähigkeit besteht aus einem passiven Teil und einer aktiven. Bei dem passiven Teil macht Echo, wenn sein Gegner unter 30% seiner Leben ist, basierend auf des fehlenden Lebens seines Gegners prozentualen Schaden, die skaliert mit AP. Wenn Echo seine W-Fähigkeit aktiviert, hinterlässt er nach 3 Sekunden Verzögerung auf dem Boden einen Bereich, in diesen Gegner verlangsamt werden. Wenn Echo sich, bevor dieser Bereich verschwindet, in den Bereich reinbewegt, werden alle Gegner in diesem Bereich gestunt und Echo bekommt ein Schild, basierend auf AP. Seine E-Fähigkeit heißt Face Dive, kostet 80 Mana und hat 7 Sekunden Cooldown. Wenn er diese Fähigkeit aktiviert, dasht er, so ähnlich wie Lucian, einen kleinen Bereich nach vorne. Außerdem hat er anschließend eine erhöhte Reichweite auf seinen nächsten Auto-Attack, mit diesem er sich auch zu seinem Ziel dann hinportet. Diese Fähigkeit richtet dann außerdem Bonusschaden an und skaliert mit AP. Echos ultimative Fähigkeit heißt Chrono Break. Diese kostet kein Mana und hat auf erster Stufe 90 Sekunden Cooldown. Sobald diese Fähigkeit geskillt ist und keinen Cooldown hat, läuft Echo ein kleines Abbild hinterher, das so aussieht wie er und alle Aktionen ausführt, die er vor 4 Sekunden gemacht hat. Sobald er diese Fähigkeit dann aktiviert, portet er sich zu diesem Abbild hin, macht in einem großen Bereich AOE-Schaden und heilt sich selber um einen bestimmten Prozentsatz von Schaden, den er innerhalb von den letzten 4 Sekunden bekommen hat. Mit dieser ultimativen Fähigkeit kann man lustige Sachen machen, wie hier zum Beispiel sich backporten, schnell was einkaufen und die Ulti gleich aktivieren und sich dadurch sofort wieder auf der Lane befinden. Alles im All muss ich sagen, Echo macht sehr viel Spaß zu spielen, aber ich glaube, dass Riot an diesem Champion noch ein bisschen rumschrauben wird, ehe dieser erscheint.